Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video oder Podcast geht es um einen Fall aus dem Jahr 1987. Und zwar um den Mord an Claudia Otto. Zu dem Fall hatte ich bereits ein Video gemacht und dieses dann auch betitelt, dass dieser Fall gelöst ist. Allerdings sieht es jetzt wohl ganz anders aus. Denn der Täter oder der vermeintliche Täter wurde zwar gefasst und es wurde dieser vermeintliche Täter auch vor Gericht gestellt, allerdings endete der Prozess mit einem Freispruch. Wer sich nicht mehr an den Fall erinnert, ich skizziere ihn nochmal kurz, werde da nochmal drauf eingehen, warum er freigesprochen wurde und eben auch auf seine Vergangenheit eingehen, denn dieser Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Claudia Otto war 1987 in ihrer Wohnung über dem Ausflugslokal Nafshäuschen ihrer Eltern in Loma bei Bonn erdrosselt worden. Claudia Otto, die 23 Jahre alt war, wurde am Morgen des 9. Mai 1987 in dieser Wohnung von ihrer Mutter gefunden, nackt und an Händen und Füßen gefesselt. Sie muss mit ihrem Mörder gekämpft haben, möglicherweise fand auch ein Sexualgeschehen statt. Bereits damals war die Polizei davon ausgegangen, dass es der Täter nicht auf Claudia Otto persönlich abgesehen hatte, sondern auf Geld. Denn in der Wohnung war alles durchwühlt worden. Aus dem Safe im Büro waren 10.000 Mark verschwunden und der Tresorschlüssel lag neben der Toten, als die Mutter sie kurz vor 8 Uhr fand. Claudia Otto hatte die Wohnung über dem Ausflugslokal erst 2 Wochen vorher bezogen. Sie hatte kurz zuvor ihre Ausbildung als Hotelkauffrau und Betriebswirtin abgeschlossen und sich eingearbeitet in den Betrieb, den ihre Familie 1966 übernommen hatte. Ihre Familie war in der Gegend bekannt, ihr Vater war zuvor als Kommunalpolitiker tätig. Die Eltern erlitten damals einen Schock und mussten ärztlich behandelt werden. Durch neue DNA-Analyseverfahren war Jahrzehnte nach der Tat Bewegung in den Cold Case gekommen. Und der Mann, der angeklagt wurde, ist ein rechtskräftig verurteilter Doppelmörder, der mehr als die Hälfte seines Lebens eingesperrt war. Er hatte 1988 im Sauerland ein Kind einer Unternehmerfamilie und dessen Großmutter im Zusammenhang mit einer geplanten Entführung umgebracht. Diese Tat hat er damals gestanden, während er die Tat von Claudia Otto weiterhin und immer bestritten hatte. Zu der Tat im Jahr 1988 komme ich nachher nochmal im Detail. In heutigen Artikeln wird der Name des vermutlichen Täters nicht mehr klar genannt. Allerdings gibt es noch sehr alte Artikel, die ich gefunden habe und wo dann auch der Klarname genannt wird. Aber nennen wir ihn mal mit abgekürztem Nachnamen. Und zwar heißt der Täter Detlef M. Er war erst 2020 nach 32 Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Das Landgericht Arnsberg hatte ihn zu lebenslanger Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Und am ersten Prozesstag in dem Prozess bezüglich des Falls von Claudia Otto beteuerte er erneut seine Unschuld. Ich habe mit der mir zur Last gelegten Tat nichts zu tun, ließ er seinen Verteidiger erklären. Der Mann aus Detmold musste sich bereits im vergangenen Jahr, also 2022, wegen der Tat vor dem Landgericht verantworten. Doch Anfang Dezember wurde der erste Prozess gegen ihn überraschend abgesetzt, weil 2 entscheidende DNA-Spuren, die seine Schuld beweisen könnten, vom Rechtsmedizinischen Institut der Universität München möglicherweise nicht sachgerecht untersucht worden waren. Die Spuren des Opfers und des Beschuldigten könnten im Labor vermischt worden sein, hieß es damals. Das Gericht hob daraufhin den Haftbefehl auf und ordnete eine erneute Überprüfung der Spuren an. Der Betonbauer war schon kurz nach dem Mord ins Visier der Ermittler geraten, weil er in der Nähe des Ausflugslokals Nafshäuschen auf einer Baustelle gearbeitet hatte und häufig in der Wirtschaft zu Gast gewesen war. Der Verdacht ließ sich damals aber nicht erhärten. Eine Textilfaser, die seinerzeit mit einer Folie von der Leiche genommen worden war, ergab keine Übereinstimmung mit einem Kleidungsstück des Angeklagten. Auch ein Schuhabdruck und Fingerabdrücke passten nicht zu ihm. Die Kripo klebte die Leiche damals mit einer Vielzahl von Folien ab, um Fasern zu finden.
und die DNA-Analyse stand damals noch am Anfang. Die Folien wurden damals ins Labor des Landeskriminalamtes gebracht. Erst im Dezember 2017 konnte in dem Cold Case durch neue DNA-Analysemethoden ein genetischer Fingerabdruck gefunden werden, der zur ersten Verhaftung des Angeklagten führte. Da gleichzeitig auch eine zweite DNA-Spur eines Unbekannten festgestellt wurde, konnte ihm die Tat jedoch nicht sicher nachgewiesen werden. Nach einer erneuten Überprüfung wurde der unbekannte Spurenleger als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes identifiziert. Der Verdächtige kam daraufhin im April 2022 zunächst erneut in Haft. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, von dem Angeklagten hat man damals eine Spur gefunden. Es gab aber noch eine zweite unbekannte Spur. Und diese zweite unbekannte Spur wurde einem Mitarbeiter vom Landeskriminalamt zugeordnet. Also gab es da auch wieder Unsauberkeiten, wenn man es mal so sanft ausdrücken darf. Das Bonner Landgericht hat den jetzt 67 Jahre alten Angeklagten aus Detmold am Dienstag, dem 23. Oktober 2023, vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Das Urteil war auch so erwartet worden, nachdem am Tag zuvor Verteidigung wie auch Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädiert hatten. Das Schwurgericht begründete den Freispruch damit, dass dem Angeklagten die Tat nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden könne. Mehr als 170 Verdächtige wurden in dem Fall überprüft und auch von ihnen wurden Faserspuren genommen. Und Spur 174 war die des jetzigen Angeklagten, der damals wiederholt in dem Lokal zu Gast war, aber als Täter ausgeschlossen wurde. Erst ein Jahr später, als er im Sauerland ein Kind und dessen Großmutter in Zusammenhang mit einer geplanten Entführung ermordete, geriet er im Fall Otto erneut in Verdacht und wieder ohne Ergebnis. Und wegen dieses Doppelmordes saß er dann 32 Jahre in Haft. Bei dem Doppelmord, weswegen Detlef M. im Gefängnis saß, handelt es sich um den Mordfall Padberg. Und auf diesen Mordfall kommen wir jetzt einmal zu sprechen. Nach seinem Umzug ins Sauerland suchte der damals 32-jährige Detlef M. nach Geldquellen, um seinen aufwendigen Lebensstil und vor allen Dingen auch seine Spielsucht finanzieren zu können. Aus diesem Grund spähte er die Unternehmerfamilie Padberg in Eslohe aus und brach bei ihr ein. Doch das große Geld wollte er mit der Entführung ihres Babys und der Erpressung von Lösegeld machen. Am 12. November 1988 verschaffte er sich bewaffnet und maskiert Zutritt zu ihrem Haus, in dem die 56-jährige Großmutter mit dem 15 Monate alten Enkel Patrick allein war. Die Eltern des Babys waren im Urlaub. Weil die Großmutter sich ihm in den Weg stellte, gegen ihn kämpfte und ihm die Maske vom Gesicht riss, erwürgte er sie, kidnappte das Baby und tötete es noch am selben Tag, weil es schrie. In den folgenden 10 Tagen trakierte er die Eltern mit der Forderung nach 1,2 Millionen Mark Lösegeld. Am 22. November kamen die Ermittler, den gebürtigen Rheinländer, Detlef M., auch mit Hilfe von Stimmanalyse und nach Hinweisen der Bonner Kripo auf die Spur. Er gestand, das Kind sofort nach der Entführung erwürgt zu haben, weil es schrie, und führte die Ermittler zu der Stelle im Wald, wo er die Leiche vergraben hatte. Ende 1989 wurde Detlef M. wegen zweifachen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt seitdem in Haft, die er zuletzt im offenen Vollzug mit der Aussicht auf Entlassung auf Bewährung verbrachte. Also der Artikel ist jetzt ein bisschen älter. Auf jeden Fall ist es wohl so, dass er eben vor dem Prozess von Claudia Otto bereits im Jahr 2022 wohl freigelassen wurde, wenn ich das so richtig verstehe. Aber es wird noch interessanter. Auch seine Frau, also die von Detlef M., war 1985 in einem angeblichen Entführungsfall in Bonn vor Gericht gelandet. Sie hatte einer Tante gegenüber die Entführung ihres eigenen Sohnes vorgetäuscht, um von ihr 20.000 D-Mark zu bekommen. Das Amtsgericht Siegburg hatte sie dafür verurteilt, doch das Bonner Landgericht sprach sie in zweiter Instanz frei. Wie sich dort herausstellte, war die Frau zu der Zeit psychisch schwer gestört und extrem belastet, weil die Familie Magiera sie des Mordes an ihrer Tochter verdächtigte. Nach der vorgetäuschten Entführung hatte auch die Kripo
angesichts des unaufgeklärten Mordes an der kleinen Marlies ihren gesamten Apparat in Bewegung gesetzt. Zu dem Fall von Marlies komme ich gleich auch nochmal. Und auch vorher war der LFM definitiv kein unbeschriebenes Blatt. Er war der Mann, der mit Frau und den zwei Söhnen in Lohmar Honrad lebte, wegen Drohungen und Eigentumsdelikten Polizei und Justiz bekannt war und hatte bereits Jahre hinter Gitter gesessen. Unter anderem war er Anfang der 1980er Jahre zu 5 Jahren Haft wegen Drogenhandels verurteilt worden. Im Bett seines Sohnes hatte die Polizei Heroin im Wert von 140.000 Mark gefunden. Zu dem Fall von der damals entführten, oder besser gesagt spurlos verschwundenen und später getötet aufgefundenen Marlies Magiera gibt es nicht ganz so viele Informationen. Marlies war Tochter eines Professors für Staatsrecht, der mit seiner Familie in der Nachbarschaft von Detlef M. und dessen Familie wohnte. Sie war am 13. Juni 1987 spurlos verschwunden und später getötet aufgefunden worden. Das Mädchen hat zuletzt mit einem Sohn der Familie M., also von Detlef M., gespielt und war danach nicht mehr gesehen worden. Im Verdacht damals die Ehefrau von Detlef M. Doch auch ihr konnte nichts nachgewiesen werden. Detlef M. selber konnte es nicht gewesen sein, denn er hatte ein sehr gutes Alibi. Er saß wegen Drogenhandels noch hinter Gittern. Und ein Jahr nachdem Claudio Otto getötet worden war, verließ Detlef M. mit seiner Familie die Gegend und zog ins Sauerland, wo das Ehepaar kurz zuvor ein Haus gekauft hatte. Woher die Familie das Geld für diesen Hauskauf hatte, war den Ermittlern damals ein Rätsel, da Detlef M. arbeitslos war, kein Vermögen hatte, stattdessen aber reichlich Spielschulden. Und wenig später wurden am 12. November 1988 das Padbeck-Baby und dessen Großmutter im nahegelegenen Elslohe getötet. Ein Jahr später wurde Detlef M. dafür als Mörder bestraft. Dann habe ich noch einen Spiegelartikel vom 5.11.1989 gefunden. Dort gibt es ein paar ganz interessante Informationen über Detlef M. Dort heißt es, er ist Spieler. Dass er krank ist, lässt sich nicht übersehen. Ältere Fotos zeigen einen Mann, der mit dem Angeklagten im Gerichtssaal mit dem ausgemergelten, bleichen, grimassierenden nichts gemeint hat. Detlef M. wirkt wie ein Süchtiger, dem man die Drogen entzogen hat. Sein Lebenslauf ist normal und typisch zugleich für einen pathologischen Spieler. In dem Artikel geht es um den Padbeck-Prozess. Sein Vater imponierte ihm, weil er sich vom Zimmermann bis zum Bauleiter einer großen Firma hochgearbeitet hat. Er will es ihm gleich tun, er will vorankommen. Im selben Betrieb, in dem auch der Vater arbeitet, absolviert er eine Lehre als Betonbauer. Strenge Ausbilder schätzt er, mit 20 macht er sich selbstständig. Er zieht ein kleines Bauunternehmen hoch, heiratet, als sein Kind unterwegs ist, kauft und renoviert ein Haus. Er will ranklotzen. Die Frau, so meint er, soll sich um das Zuhause kümmern. Im Hinterzimmer eines Cafés beobachtet er einen Bekannten beim Glücksspiel und ist geschockt, aber auch neugierig. Die Ehe geht schief. Die Frau ist an einem Leben, wie er es aus seinem Elternhaus kennt, nicht interessiert. Sie hat andere Männer. Der LFM ist hilflos. Er beginnt zu trinken und zu zocken. Fängt sich aber wieder dank seines Vaters. Er lernt seine jetzige Frau kennen und ist begeistert. Sie packt zu, sie hilft am Bau, sie kümmert sich um den Betrieb. Es war eine gute Ehe, wie ich sie mir vorstellte, sagte er zum Gutachter. Wirtschaftlich geht es gut, man verkauft das erste Haus und hat auf einem Schlag selbst erarbeitete 200 Mark auf der Hand. Man pflegt einen aufwendigen Lebensstil. Es wird auch im Casino gespielt, als Teil des Vergnügens. Man probiert Spielsysteme, es klappt nicht. Er arbeitet, frisst Stress und Enttäuschung in sich hinein, bis er Magengeschwüre bekommt. Man muss stark sein, rangehen, etwas riskieren, man darf nicht zimperlich sein, sich nichts bieten lassen. Das sind seine Lebensprinzipien. Der Familie soll es gut gehen. Eines Tages versackt in der Kölner Altstadt. Zwei Niederländer schleppen ihn auf ein Boot auf dem Rhein und nehmen ihn beim Spiel aus. Er verliert beim Pokern und die Spielschulden betragen schließlich 35.000 Mark. Er könnte bezahlen, getraut sich aber nicht, der Frau etwas davon zu sagen. Stattdessen lässt er sich in Rauschgiftgeschäfte verwickeln,
stottert die Schulden ab und macht darüber hinaus kein schlechtes Geschäft dabei. Zu Geld, merkt er, kommt man nicht nur durch Arbeit. Er wird erwischt und zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Inzwischen ist sein Sohn geboren, ein zweites Kind ist auch noch unterwegs. Aus der ersten Ehe ist auch noch ein Kind da, für das er das Sorgerecht hat. Die Frau muss nun selbst zusehen, wie sie über die Runden kommt. Im Gefängnis wird der LFM an der Wirbelsäule operiert. Er merkt, dass er nie wieder so wird zupacken können wie bisher. Wohin mit all der Tüchtigkeit, der Risikofreude? Als er vorzeitig entlassen wird, er hatte wegen der Familie darauf gedrängt, konnte er nicht einmal mehr den Lebensunterhalt selbst verdienen. Die Familie lebt von Kindergeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld. Er sagt, man habe ihm das Rückgrat gebrochen. Nichts ist mehr wie zuvor. Im Gefängnis war einem Profispieler in die Hände geraten, der ihm die Ohren heiß redete, wie man mit Hilfe des richtigen Systems mühelos reich werde. Schon die Hafturlaube verbringt er mit seiner Frau in Spielcasinos. Einmal gewinnt er 9.000 Mark. Sie fährt alleine hin, verspielt mehr als 25.000 Mark und hat fortan genug. Seine Gedanken dagegen kreisen nur noch um Systeme und Permanenzen. Ein Spielroulette für zu Hause wird angeschafft. Zwischen September 1985, da war er noch in Haft, und im August 1988 verspielt er etwa 250.000 Mark. Er spielt, bis keine Mark mehr im Haus ist. 1987, Anfang 1988, ist er jeden Tag in der Spielbank Hohensieburg. Ein Zeuge, Versicherungsmakler, erinnert sich, wie DLFM ihm sehr auffiel wegen seiner hohen Einsätze. Er wisse von Beträgen zwischen 30.000 und 40.000 Mark am Abend. Bis die letzte Kugel gefallen war, saß der am Tisch. Meier habe regelrecht auf die Kugel gestiert und gespielt, bis das Geld weg war oder geschlossen wurde. Ich habe mehrmals beobachtet, wie er mit relativ hohem Einsatz etwas gewann. Einmal 20.000 Mark in einer halben Stunde. Aber er konnte einfach nicht aufhören. Mit Aussagen wie alles war kaputt oder ich hatte keine Perspektive mehr. Die Ehe war auf dem Nullpunkt, die Stimmung sehr schlecht, die Beziehung zur Frau abgebrochen, beschrieb der LFM seine Situation im Sommer 1988. Die Familie hatte jeden Kontakt zur Außenwelt aufgegeben. Man bemühte sich krampfhaft, die Fassade einigermaßen zu wahren. Am 10. August ist der letzte Besuch in der Spielbank Hohensieburg registriert. Was tat der LFM, nachdem nichts mehr zum Spielen da war? Was geschah im September, im Oktober? Was geschah in den ersten Novembertagen? In die Wälder sei er gegangen, sagt der Psychologe. Was hat er dort gemacht? Was wurde aus der Energie, die sich seinerzeit von Tüchtigkeit in Spielwut wandelte? Beim Polizeiverhör fällt einmal der Satz, nachts sei er meist wach gewesen. Gespielt habe er jedenfalls nicht mehr, sagt er. Die Tat von der LFM ließ sich vor Gericht nur aus Zeugenaussagen rekonstruieren, denn der Angeklagte selber schwieg. Es gab jedoch noch seine Aussagen vor der Polizei. Dort hatte er gestanden. Er sei bei seinen Gängen durch die Wälder auf Padbergs einsam gelegenes Haus gestoßen und habe dort einbrechen wollen. Mehrfach sei er dorthin gegangen. Einmal sah er die junge Familie Padberg mit ihrem 15 Monate alten Sohn Patrick. Da sei ihm die Idee einer Entführung gekommen. Ein Baustoffabholmarkt der Firma Padberg wird mit dem Schriftzug »Fahr hin, hol's ab«. Am Tattag habe er eine ältere Frau mit dem Kind gesehen. Es war Waltraud Padberg, 56 Jahre alt, die Mutter Christian Padbergs. Da sich noch eine weitere Frau, Maria Horstkötter, 77 Jahre, die Urgroßmutter des Kindes im Haus aufhielt, habe er nicht gewusst. Auch nicht, dass die Eltern zu einem Kurzurlaub nach Griechenland abgereist waren. Der Auftritt der alten Dame vor Gericht vermittelte einen Eindruck davon, wie verzweifelt um das Kind gekämpft worden ist. Maskiert und bewaffnet war Detlef M. durch das Kinderzimmerfenster eingedrungen, weil er dort das Kind im Bett wähnte. Es befand sich jedoch bei der Urgroßmutter im Esszimmer, während Waltraud Passberg das Abendessen vorbereitete. Maria Horstkötter hörte ihre Tochter schreien. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?« Sie nimmt das Kind aus dem Laufstall und eilt in die Küche. Sie sieht, wie Waltraud Padberg zu Boden gezwungen von einem Unbekannten gefesselt wird. Die alte Dame bringt das Kind in den Laufstall zurück, um ihrer Tochter zu helfen. Der Täter will die Tresornummer wissen. Keiner der Frauen weiß darüber Bescheid.
und er drängt bzw. schubst sie dann in den Keller. Dort machen sie die Fesseln auf, Waltraud Pattberg zwingt sich in einen Lichtschacht, stemmt das Gitter nach oben und sieht draußen den Mann, wie er den Jungen auf dem Arm hat. Sie bekommt ein Bein des Kindes zu fassen, bittet und bettelt, er möge ihr doch das Kind zurückgeben. Er gibt es ihr. Warum? Auf diese Frage antwortet Del FM nach seiner Festnahme bei der Polizei. Das tut nicht zur Sache. Dann kam der Mann wieder und holte die Tochter, erinnert sich Maria Horstkötter. Dann kam er noch einmal. Komm raus. Das Kind habe sie in den Laufstall zurückstellen sollen, aber sie habe es nicht hergeben wollen. Währenddessen habe die Tochter gefesselt auf einem Stuhl gesessen und sie beschworen, zu tun, was der Mann wollte. Dann sollte sie wieder in den Keller. Eine ganze Weile hörte sie nichts mehr, nur ein paar undeutliche Geräusche. Dann schreit der Kleine zweimal auf, die Haustür schlägt zu. Und sie lauscht, Schritte, ein Auto. Es ist totenstill. Sie versucht, wie die Tochter, durch den Lichtschacht ins Freie zu klettern. Aber das Gitter ist für die 77-Jährige zu schwer. Sie rüttelt an der Kellertür. Sie ruft, sie schreit. Nichts. Sie versucht aus einer Zimmerantenne dann ein Dietrich zu formen. Mit einem Hammer schlägt sie schließlich das Türschloss an. Im Esszimmer ist niemand, in der Küche auch nicht. Aber die Tür zum Wirtschaftsraum steht offen. Und da sieht sie ihre Tochter liegen, die Arme von sich gestreckt. Maria Horstkötter rennt zum Telefon. Waltraud Pattberg ist tot, der LFM hat sie erwürgt, nachdem sie, obwohl an den Stuhl gefesselt, bis zur Küchenschublade hatte rutschen und ein Messer herausholen können. Nachdem sie die Fesseln schon durchgeschnitten und dem Täter im Handgemenge die Maske vom Gesicht gerissen hatte. Jetzt war er erkannt, er drückte zu, dann rennt er durch das Haus, reißt Telefonkabel aus den Wänden. Ich war zu der Zeit außer Kontrolle geraten, sagte der LFM bei der Polizei. Ich hatte eine Entführung geplant und eine Bereicherung. Ich wollte niemandem etwas tun. Der Vorsitzende fragt die Gutachter, was man unter außer Kontrolle geraten zu verstehen habe. Nun ja, antwortet dieser, die Dinge seien außer Kontrolle geraten. Die Dinge, nicht der Angeklagte. Der LFM habe sich eigentlich sehr geordnet verhalten. Der LFM konnte sich nicht mehr erinnern, wie er das Kind holte. Er sei in Angst und Panik aus dem Haus gestürmt. Das Kind weinte, schrie. Die Häuser kamen immer näher. Er hält dem Kind dann den Mund zu. Dann greift er an den Hals. Ich weiß nur, dass ich es gemacht habe. Dass der Junge tot war, begriff der LFM offenbar erst viel später. Er packte ihn ins Auto, fuhr weg. Er schüttelte das Kind, um es wieder zum Leben zu bringen. Dann vergrub er es im Wald. Im Polizeiprotokoll steht dann weiter: Auf Befragen erkläre ich, dass es für mich überhaupt keine Rolle spielt, warum ich die Tat begangen habe. Für mich gibt es ohnehin keine Lösung mehr. Warum er nicht einen günstigeren Zeitpunkt zur Entführung abgewartet habe, etwa nachts, wenn das Kind gewiss in seinem Bett geschlafen hätte. Er sagte darauf, ich wollte die Tat jetzt durchführen. Ein krankhafter Spieler plane eine Tat nicht, sagen die Gutachter. Der LFM habe genau und lange geplant. Er habe Erpresserschreiben hergestellt. Er habe Tatwerkzeug dabei gehabt, ein Isolierband, sogar Handschuhe. Wie ein Profi. Als die Polizei der LFMs Haus durchsucht, auf dessen Dachboden das Kind hätte untergebracht werden sollen, unbemerkt von der Familie, findet sie dort nichts, was für einen kleinen Jungen hergerichtet worden wäre. Das Gute und das Böse in einer Person. Der LFM, der fürsorgliche Familienvater, der Vater, der seinen Kindern Fotos des entführten Jungen aus der Zeitung ausschneidet, damit sie im Kindergarten für diesen beten können. Der Mann, der das Kind getötet hat und anschließend dessen Eltern um 1,2 Millionen Mark erpresst, damit das alles nicht ganz sinnlos war. Die Eltern Pattberg wandten sich über das Fernsehen an den Entführer, flehten um ihr Kind, aber der LFM trieb das Spiel so lange weiter, kühl, berechnend und überlegt, wie der Staatsanwalt es sieht, bis er durch eine an einem vermeintlichen Geldkoffer angebrachte Blendgranate und Hundebisse kampfunfähig gemacht, zu Boden ging und damit gefasst war. So, meine Lieben, ich weiß, ich bin da ziemlich abgeschweift, aber ich wollte euch einmal das ganze Komplexe darstellen. Nicht nur eben, dass der Fall von Claudia Otto mit einem Freispruch geändert ist, sondern auch, was war das für ein Mensch oder was ist das für ein Mensch, der vor Gericht gestanden hat.
damit man da vielleicht auch ein Gefühl bekommt, ob er es gewesen sein könnte oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!